Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu diesem, naja, es ist eigentlich kein Tutorial in dem Sinne, denn wir wollten noch über Swagger reden. Swagger ist echt verdammt gut und das Tolle ist halt einfach, dass es in Flask bzw. in REST Plus schon integriert ist. Das Einzige, nicht mal das muss man machen, es ist nur sinnvoll. Ich zeige euch gleich den Unterschied, was genau das macht. Und dadurch, dass wir jetzt hier alles immer schön beschrieben haben, sprich wir haben, okay, da haben wir nichts gesagt. Hier haben wir zum Beispiel in der API gesagt, my demo API description, please modify this API und so weiter und so fort. Wir haben hier halt überall alles schön beschrieben. Wir haben hier zum Beispiel auch unter unseren Namespaces immer eine Description angegeben. Wir haben unter wir haben halt überall Descriptions angegeben. Hier vor allem in der API-Definition haben wir sehr, sehr viele Beschreibungen angegeben und dadurch bleibt uns jegliche Arbeit erspart für Swagger. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie Flasker oder sonst irgendwelche anderen Third-Party-Module verwenden. Ihr müsst auch nicht Swagger UI oder sowas selbst installieren, sondern ihr habt im Endeffekt alles schon gemacht, was ihr wollt. Wichtig ist jetzt nur noch, wie ihr das Ganze finden könnt. Und da ist ganz entscheidend, wie eure API hier definiert wurde. Denn wir haben hier unsere API erstmal festgelegt und dann haben wir hier gesagt, okay, die API wird auf diesen Blueprint angesetzt. Das heißt, diese API ist für diesen Blueprint hier zuständig. Und das bedeutet für euch, wenn ihr unter Root seid, findet ihr rein gar nichts. Wenn ihr allerdings unter /API geht, dann findet ihr die komplette Swagger-API-Definition. Sprich, jemand, der auf eure normale Seite geht, die ja wahrscheinlich hier liegen wird und nicht unter /API, wird erstmal nichts von Swagger mitbekommen. Jemand, der aber auf eure API zugreifen will, wird als allererstes mal hier drauf zugreifen, denn er kennt ja die speziellen Operationen wie zum Beispiel /Shop, /Products, die kennt er ja noch gar nicht. Und das bedeutet, er kann hier drüber einfach komplett alles sehen, was hier gemacht werden kann. Und wir sehen hier schon direkt unter, also wir haben hier die komplette Beschreibung der API. Please modify this API to your needs. Das ist einfach die Beschreibung, die wir angegeben haben. Dann haben wir hier eben den Endpoint Shop Products. Das ist der Namespace, den wir hier definiert haben. Für jeden Namespace gibt es quasi nochmal eine eigene Kategorie. Dann haben wir hier die Beschreibung davon. Ops on my shop items. Das ist genau das, was wir hier angegeben haben. Dann haben wir hier die Operation eben shop slash products get, shop products post. Das ist einfach das, was wir definiert haben. Beziehungsweise hier unter post ist auch das, was wir definiert haben. Und dann haben wir hier shop products shop slash id. Und dann sehen wir hier auch diese geschweiften Klammern, was bedeutet, das ist eine Operation. Also das heißt, hier kann man noch eine ID mitliefern. Und ja, dann können wir hier natürlich Show und Hide machen. Wir können alles listen und wir können alles aufklappen. So, und hier sehen wir dann tatsächlich die genauere Antwort. Das heißt, unter Get versteht man hier, normalerweise wird ein Success zurückgeliefert und ein Modell oder das Modell sieht folgendermaßen aus. Hier kann man eben anfragen, Page, Pages, Items per Page, Total Items, beziehungsweise das ist das, was man zurückkriegt, sorry. Und hier kann man auch Example Values manchmal angeben, haben wir jetzt in unserem Fall nicht festgelegt. Hier kann man auch sagen, was für Parameter man hat, das heißt 1, 2 und so weiter und so fort. Hier sehen wir ja, was man alles eingeben kann. Während hier haben wir einen Dropdown und wir haben direkt ein Try It Out. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich, was wir für einen Curl-Befehl bekommen, um diese Anfrage hier auszugeben. Wir sehen direkt, wie unsere Request-URL aussehen würde. Das heißt, das, was wir im Browser im Endeffekt anzeigen müssten. Und wir sehen auch direkt, was wir hier zurückbekommen würden, nämlich Kuchen, 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 Torte und Torte. Und dann natürlich Page 1, Pages 1, also insgesamt nur eine Page. Items-Page ist null und Total-Items ist auch null. Wir sehen den Response Code und wir sehen sogar die Header und ihr seht gerade, an welchem Tag ich das Ganze aufnehme. Wir sehen auch, was der Server genau sagt und der Server ist ein Werkzeugserver. Wir sehen auch den Datentyp und so weiter und so fort. Also das interessiert euch wahrscheinlich jetzt nicht so sonderlich. Das Tolle ist halt auch, wenn ihr noch was anderes wie JSON definiert und akzeptiert, dann könnt ihr das hier auch auswählen. Das heißt, falls XML oder sowas akzeptiert wird, könnt ihr das hier eben auch auswählen. Und ja, mega nützlich das Ganze und das sehen wir natürlich auch hier für die Post-Operation sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das heißt, wir können jetzt hier auch tatsächlich was posten. Achtung, auch hier steht JSON dabei. Das heißt, wir können als Payload zum Beispiel hier einfach eingeben, Name gleich, Quatsch. Name Doppelpunkt
Was hatten wir gesagt? Wir hatten schon Kuchen, wir hatten schon Torte. Jetzt machen wir Schinken, weil wir es können. Okay, und dann kriegen wir hier auch ein Model eventuell zurück. Und ja, Parameter Type ist Body und so weiter und so fort. Jetzt können wir das ausführen. Kriegen hier direkt unseren Curl-Befehl wieder, falls ihr Curl verwenden wollt. Kriegen hier eine Request-URL raus. Das ist allerdings nur eine Request-URL. Das ist die Antwort, das ist unser Code und das ist unsere andere Antwort. Und jetzt probieren wir hier das da oben nochmal aus. Wir machen hier einfach nochmal Try it out. Und wir sehen, hier haben wir Schinken als ID 7 mittlerweile drin. Das heißt, die Befehle werden auch tatsächlich einfach ausgeführt. Das ist einfach sozusagen auch für simple Befehle ein super Test, den man durchführen kann. Aber es ist auch gleichzeitig eine Dokumentation von eurer API. Übrigens, hier unten steht die Version, die wir angegeben haben. Wir sehen hier die Base-URL für die API. Wir sehen im Endeffekt alles. Und das finde ich halt wirklich super praktisch, denn so müsst ihr euch im Endeffekt um nichts mehr kümmern, außer tatsächlich in eurem Code. Und selbst da erspart ihr euch im Endeffekt die Kommentare, denn ihr könnt hier direkt einfach die Beschreibung anlegen und schon seid ihr dabei. Ja, und das ist tatsächlich jetzt alles, was ich euch gerade mal zeigen möchte. Es gibt natürlich immer noch Sachen, die man so noch nicht ausprobiert hat. Es gibt noch ein paar kleine Tricks und Kniffe vielleicht, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Falls ihr da irgendwie Bedarf noch an was habt, dann könnt ihr mich natürlich auch sehr gerne fragen. Ich habe tatsächlich noch ein weiteres Thema, was ich eventuell mit euch durchgucken möchte. Da muss ich mich allerdings natürlich erstmal noch mal ein bisschen einlesen, weil ich immer die neueste Version behandeln möchte am liebsten. Und vielleicht hat sich da natürlich auch noch etwas getan. Und vielleicht finde ich auch noch was Besseres. Das heißt, ja, das war es erstmal vorerst wieder. Und ihr wisst, ich update immer mal wieder meine Serien. Das heißt, eventuell habt ihr da auch bald wieder noch mehr Content. Und ja, ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Lasst mir bitte immer Feedback da. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.